Erdaster von Anonym. Hallo Freunde, ich wollte mal einen Tripbericht zu einer Droge machen, die eher weniger bekannt ist. Also viel Spaß! Als Erdaster bezeichnet man einen PC-Reiniger in Sprühdosen, in dem verschiedene Gase enthalten sind. Als ich eines Tages South Park geschaut habe und dabei gesehen habe, wie das Handtuch Towelie einen Erdaster inhalierte, glaubte ich am Anfang nicht, dass man durch so etwas high werden könne. Als ich mich dann aber im Internet informiert habe, fand ich heraus, dass es sogar eine Art Trend in den USA sein soll. Als ich dann etwa einen Monat später mehrere Tage Benzos genommen habe, bestellte ich mir eine Dose auf Amazon und probierte es aus. Ich muss glaube ich nicht erwähnen, dass das ziemlich dumm und gefährlich ist, was ich hier gemacht habe. Zu den Effekten kann ich sagen, dass man eine relativ krasse Sichtveränderung hat, ähnlich wie bei Lachgas. Außerdem hat man ein starkes Wärme- und Körpergefühl. Man hört doch die ganze Zeit einen Ton im Ohr und das klingt so wie eine Art Stimme, die immer das gleiche Wort sagt. Die Wirkung hält aber nur mehrere Minuten an. Meine stärkste Erfahrung hatte ich für etwa einen Monat, als ich sehr müde und auf Benzos war. Eventuell war dort auch Alkohol im Spiel, daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Dann habe ich auch Erdaster genommen und bin dabei passed out gegangen. Ich erlebte eine Art psychedelischen Traumzustand, in dem ich in einem schwarzen Raum stand, wo alle Menschen, die schon gestorben sind, in einer Reihe stehen und jeder von ihnen hintereinander ein Wort sagte. Außerdem redete dabei eine Stimme, die so klang wie die Stimme, die man dauerhaft auf Erdaster hört. Im Internet habe ich schon vorher gelesen, dass man davon Halluzinationen bekommen kann, hätte aber nicht gedacht, dass es mir mal passiert. Mein persönlicher Senf. Ja, erstmal Leute, bitte konsumiert keine PC-Reiniger und kein Butangas und kein Feuerzeuggas, weil das ist super ungesund und bringt wirklich sehr viele Risiken mit sich. Wenn ihr unbedingt irgendwas konsumieren müsst und ihr Zugang habt, wie er hier, zu Alkohol, Gras und Benzos, da würde ich sagen, das ist alles noch weniger riskant, als PC-Reiniger zu inhalieren, weil gerade, sag ich mal, Gase oder Schnüffelstoffe wirklich mit die ungesündesten Drogen sind, die man überhaupt nehmen kann, weil ihr halt dadurch den Sauerstoff aus eurem Blut verdrängt und quasi der Trip meistens darauf beruht, dass man einfach Sauerstoffmangel hat. Und das kann ich wirklich keinem von euch empfehlen. Lasst es einfach, probiert es auch gar nicht erst aus. Und ich muss auch der Person sagen, die mir den Bericht geschickt hat, ich weiß ja, wer du bist und du solltest wirklich mal Pause machen. Nicht nur mit Erdaster und Schnüffelstoffen, sondern generell mit Drogen, weil du ja wirklich alles konsumierst. Und in deinem Alter würde ich dir wirklich raten, das erstmal sein zu lassen und vielleicht erstmal 5 Jahre zu warten, bis du mit sowas weitermachst. Weil ich glaube, dein Gehirn hat sowieso schon genug gelitten und das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern das Gehirn entwickelt sich halt noch bis, ich habe es gehört, bis 25 sogar, aber mindestens noch bis 21. Und wenn man halt in jungen Jahren, so vor 21, Substanzen konsumiert, die wirklich, naja, dafür sorgen, dass graue Zellen absterben, dann kann man das später auch nicht wieder aufholen. Das heißt, dann bleibt man quasi für immer ein bisschen zurückgeblieben. Und das muss ich einfach so krass sagen. Das ist wirklich ungesund. Und Zellen, die sich halt nicht entwickeln zwischen, ich sag mal, 16 und 21, die werden sich auch nicht im Nachhinein nochmal entwickeln. Das heißt, euch fehlen dann dauerhaft Synapsen, die ihr gehabt hättet, wenn ihr einfach ein bisschen gewartet hättet, beziehungsweise darauf verzichtet hättet, solche Substanzen überhaupt mal auszuprobieren. Also, kann ich nur jedem von euch raten, macht das nicht nach. Das ist super ungesund, teilweise gefährlich, teilweise kann man daran sterben. Vor allem halt an Butangas oder Feuerzeuggas, weil man sich damit die Lunge vereisen kann. Weil Gas, wenn es quasi aus der Flasche rauskommt und dann Druck verliert, logischerweise abkühlt. Das ist so ein physikalisches Gesetz, dass wenn quasi der Druck sinkt, dann sinkt auch die Temperatur. Und da kann man sich wirklich die Lunge mit vereisen. Das heißt, dann ist die Lunge kaputt. Und dann stirbt man, weil man quasi erstickt. Deswegen, lasst es einfach, selbst wenn ihr nicht daran erstickt, selbst wenn ihr nicht sterbt, es ist trotzdem sau ungesund und gerade in jungen Jahren macht ihr euch sehr viel damit kaputt. Ja, falls ihr einen Bericht für mich habt, könnt ihr mir den natürlich auch gerne schicken. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung oder am Ende des Videos. Checkt doch gerne mal meine Musik aus, mein Deutschrap. Wir haben ja auch schon 4 Videos veröffentlicht, das 5. kommt jetzt bald oder ist schon gekommen, also das kommt am Freitag, dem 8.7., weiß nicht, wann ich das Video hier bearbeite, vielleicht schneide ich es auch raus. Aber checkt's gerne mal aus. Der Kanal heißt Toro Productions, das sind ich und mein Produzent Rolle. Und ja, wir sind quasi 2 Homeboys, die zusammen Mucke produzieren. Oder er produziert, ich rappe. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das mal auscheckt. Ihr könnt auch gerne dem Discord-Server beitreten. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung, ist offen für alle. Allerdings haltet euch dann an die Regeln. Das Regelwerk findet ihr unter Regelwerk im Server. Da bin ich jeden Sonntag ab 16 Uhr im Sprachkanal, im Talk. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.